es noch einmal spontan mit Vollgas in den Erdwall rein. Irgendjemand nimmt die Führung. Sainz unterwegs. Platz hier in dieser Startaufstellung. Wir haben noch ein paar Runden zu fahren, es sind nur noch drei und wir sind gespannt, ob das IndyCar Racing Team da noch wieder rankommt. An die Führenden, an die Bühler und vor allen Dingen an Maike von Eggert Racing. Eggert Racing weiterhin vorne unterwegs. Wir sind jetzt auf Platz 2 unterwegs. Dramatik in der 149 PS-Klasse. Die Bühler greifen noch einmal wieder an. Da geht es noch einmal außen über den Erdwall. Das reicht aber nicht. Nicht genug Geschwindigkeit da. Action! Das Rennen und geht als erstes in die letzte Runde rein. Sie hat einen perfekten Start hingelegt und das wird sie sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Sie hat ja auch schon viele, viele Jahre Stocker-Erfahrung. Souverän gefahren von Maike vom Racing Team Eggert Team. Sie holt sich hier Platz 1 und gewinnt das Ding. Fantastisch. Der Auftritt der jungen Dame vom Eggert Racing Team. IndyCar auf der 2 und die Bühler auf dem dritten Platz.